So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Single LS19. Tja, wie soll ich es erklären? Folgendes Problem haben wir gerade mitbekommen. Und zwar hat sich mein Mähdrescher verabschiedet. Er war reparaturbedürftig. So, leider muss ich feststellen, mein Helfer, wahrscheinlich die Bremsen versagt, ist mit meinem Mähdrescher in dem See gefahren. Ich gucke mal, vielleicht sehen wir ihn noch. Es ist wirklich kein Witz. Hier unten steht er. Und ich kann in ihn nicht mehr einsteigen. So, es wäre eigentlich wahrscheinlich dann so oder so Zeit gewesen für einen neuen Mähdrescher. Da ich nun in der Zeit wieder ein bisschen mehr Geld eingefahren habe, wollte ich mir jetzt einen großen Mähdrescher kaufen und zusätzlich noch ein Feld. Achso, ich habe ja noch ein Feld dazu gekauft. Hier die 28 hier unten. Habe meine anderen Felder wieder noch ein bisschen bearbeitet. Ich hatte hier unten mal noch das Stück gepflügt, um noch mehr Ertrag zu erzielen. Ich habe es jetzt noch nicht gedreht, weil ich müsste jetzt ernten. Ich war beim Ernten eigentlich. Wollte jetzt meinen Mähdrescher reparieren lassen und zack, hat sich's erledigt. Okay. Verkaufen kann ich noch. Im Shop ist er noch drin. Also bei mir in der Garage steht er noch. Kann die natürlich auch nicht mehr einsteigen. Könnten jetzt reparieren. Ich verkaufe ihn einfach. So, das Schneidwerk dazu. Verkaufen. Jetzt kaufen wir natürlich, von dem ist natürlich schon ein großer Schritt. Und wahrscheinlich ideal. Wir werden ihn wahrscheinlich auch in einer Fendt Edition kaufen. Aber dann gleich als 9T. Was hat er jetzt für Vorteile? Okay, hat mehr PS. Genau, den werden wir jetzt kaufen. Jetzt haben wir noch ein bisschen 600.000 über. Jetzt brauchen wir dazu noch das passende Schneidwerk. Und ich finde ja diese Anhängerdinge finde ich ja richtig geil, also ohne Schneidwerkwagen. Und ich glaube, das habe ich bei denen natürlich nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier so eins nehme? Ich habe keinen Bock, mit so einem Hänger rumzufahren. Können Sie den ja eine andere Farbe wählen? 13,7 Meter. Wir müssten das mal. Ich kann es natürlich nicht in einer anderen Farbe wählen. Aber ja klar. Und weil die Hänger sind zu klein. 12 Meter. Fendt. Okay. Kaufen das jetzt 78.000 weg. Jetzt natürlich den passenden Hänger noch dazu. Ihr werdet aber feststellen, dass der auch viel zu klein ist. Oder ich zu blöd zum Draufstellen. Hauptfarbe schwarz kaufen. So, und ich werde mal noch ein Stück Land dazu kaufen. Und zwar für 13. Für 300.000. Kaufen. So. Schönes Teil, ja.
Also, wie gesagt, passt da mal darauf auf, dass ihr den auch rechtzeitig repariert. Nicht, dass euch das gleich immer passiert wie bei mir. Ich meine, es ist jetzt nicht so dramatisch, aber. Ist doch ziemlich schön. Er war wirklich nicht bis Anschlagreparaturleiste, er war also auf dem letzten Strich, also vorletzten Strich, einen kleinen zwischen den zwei großen. Und du hast es schon gemerkt beim B-Werk anschalten und sowas, hat er schon. Wo passiert das Original, also dass es so schräg steht hier hinten? Hast schon gemerkt, dass er denn richtig Schwierigkeiten hatte beim Anfahren. So. Wir fahren jetzt dann Hof, da weiter ernten. Und dann mal sehen, was wir uns als nächstes leisten. Weil ich habe probiert, mal hier irgendwo einen Kuhstall zu platzieren, weil ich dachte auch ein bisschen Tiere, Schafstall, aber du hast ja hier gar keine Kranflächen und extra irgendwelches Ackerland dafür zu verschwenden, damit da der Kuhstall gerade steht und du vernünftig in den Stall reinfahren kannst, wollte ich nicht. Ist wahrscheinlich jetzt einfach nur noch der Punkt, wo ich sage, okay, wir lassen das auf der Map hier und hoffen, dass irgendwann mal bald eine Anständige rauskommt von den Moddern. Dass wir mal da auf eine Anständige umspringen, umswitchen. Weil, wie sagte ich ja, ohne Kuhstall, weil ich keine Kinder auch noch ohne Kuhstall und. So, klappt mal den mal aus hier. Das ist natürlich alles nur Sojabohnen hier. So, lass mal den Helfer hier fahren. Ich weiß gar nicht, hatte ich ja noch mal gedüngt. Ja, 100%. Also bräuchte ich jetzt erstmal nicht düngen. Außer später da drüben noch mal. Wie gesagt, ich habe mit der Drillmaschine, der drillt einmal mit der Düngefunktion. Und wenn es in der zweiten oder dritten Stufe ist, Wachstumsstufe, fahre ich noch mal hinterher mit dem Düngerstreuer. Um, wie gesagt, hier auf 100% zu kommen. Ist einfach für mich das Beste wegen Ertrag. Ja, ich habe mir hier noch eine Halle gebaut, eine Unterstellhalle. Weil ich fand das so ein bisschen leer bei mir. Die kostet, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, 9000 oder so kam die. Was ist denn hier los? Genau, 9000, die habe ich genommen. Um vielleicht mal ein paar Geräte unterzustellen, da meine Geräte ja natürlich immer größer werden. Drillmaschine, Düngerstreuer. Sollte das alles so sein. Ja, Feld 13 ist schon bestellt, aber nicht gedüngt. Wachstum. A3. Okay, dann fahren wir mal auf Feld 13 düngen. Hier solche Hofabfahrten hier, ey, das.
alles hügelig gemacht hier und so. Meine, für ihn, der irgendwo so aus der Nähe kommt, der mag davon vielleicht leben, aber ich komme aus dem Flachland und es sollte ja schon irgendwo ein bisschen in die Richtung. So, dann setzen wir hier unseren Helfer an. Wird es jetzt sinnvoll, das ihn so fahren zu lassen? Oh, hier kann er ein bisschen Ertrag runterfahren. Ja, das war jetzt so ein kleines Video von mir noch von Grandemalo. Wie ihr es auch nennen wollt, ist mir auch egal. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass ihr es vielleicht nicht wieder auch so macht oder darauf achtet, den reparieren zu lassen. Es hat jetzt doof gelaufen, weil das Feld war genau am See. Ist mir eigentlich noch nie passiert da. Ja, wahrscheinlich doch, das macht schon eine Menge aus. Nicht repariert und dann passiert sowas. So, wenn es euch doch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da oben da, abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Video.